Willkommen in Casablanca. So, das ist hier unser Innenstadthotel in Casablanca. Ja, nichts Besonderes, aber was soll's. Ja, wir haben heute Sonntagmorgen und da ist natürlich hier auch nicht viel los. Meine Süße, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir gehen jetzt zur Moschee Hassan II. Hassan II? Ja, das ist die zweitgrößte Moschee in der Welt. Die zweitgrößte Moschee in der Welt. Und die ist deshalb nur die zweitgrößte Moschee der Welt, weil in Mekka die größte stehen soll. Aha. Okay, Schatz, also hier sind wir jetzt an der Moschee Hassan II. Die hat er gebaut 1993 als Darstellung seiner Macht in Marokko. Ja, das reicht jetzt. Ja, diese Moschee soll laut Reiseführer die zweitgrößte Moschee der arabischen Welt sein, hinter Mekka. Ich glaube das jetzt erst einfach mal. Die Moschee ist auf dem Wasser gebaut. Durch einen Vers im Koran, der lautet, Gottes Thron war auf dem Wasser. Gebaut auf einer Fläche von 9 Hektar. Und von 1987 bis 1993, 6 Jahre das gedauert. Ja? Der Architekt, das war ein Franzose, aber der hat mit marokkanischen Architekten zusammengearbeitet. Ja? Die Firma im Innenraum war. Männer unten, Frauen sind oben und unten dort. 80.000 draußen auf dem großen Vorplatz. Insgesamt 105.000 Personen können werden. Besonders letzter Ramadan, das war voll hier und draußen. Ich denke, man kann schon mal so ein Fazit von Casablanca ziehen. Also die Moschee ist sicherlich das Highlight. Ja, das ist so eine Gegend, wo die Einheimischen, denke ich mal, ihren Urlaub verbringen. Also definitiv reicht in Casablanca einen Tag. Tahiti Beach Club. So. Solche Viertel gibt es natürlich auch in Casablanca. Rogan.
Auf geht's, meine Süße. So, jetzt haben wir so gute 5 bis 6 Stunden Wanderung hinter uns, stimmt's? Ja, aber gut. Ist kaputt, ne? Jetzt hat er nicht sowas. Oh, ja, ja. Wie viele Geräte hast du denn überhaupt? Wieso? Alter! Das nervt mich. Das ist so ein... Moment! Wir! Ja! Kannst du vielleicht auf einen...